Trauer trägt. Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir laden ein zum gemeinsamen Wochengebet. Alles da, ganz da, wo es hingehört, wo ich hingehöre und du. Selten, oft nur einen Atemzug lang, immer unverfügbar gibt es sie, die Alles-da-Momente, Gottes-Momente. Du, mein Gott, ich bin dir dankbar für den erfüllten Moment, für die Unverfügbarkeit deines Alldaseins, für das Geheimnis deiner Gegenwart. Groß bist du, Gott, in deiner Liebe und geheimnisvoll in deinem Wirken. Danke, dass du immer da bist. Amen. Jesus Christus spricht: Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Aus Matthäus 6, Vers 31. Jesus wirbt mit diesem Vers um unser Vertrauen. Dir wird nichts mangeln. Du bist immer in der Ordnung deines Schöpfers, deines himmlischen Vaters, deiner himmlischen Mutter. Vertraue darauf jeden Tag. Wenn ich eine Einkaufsliste schreibe, denke ich vielleicht an konkrete Dinge wie Desinfektionsmittel, Mundschutz und Schutzkleidung für meine Tierarztpraxis oder an Lebensmittel und neuerdings Klopapier für meine Familie. Hätten Sie ehrlich gesagt gedacht, dass wir irgendwann mal fast einen Freudentanz aufhören, wenn wir eine Packung Klopapier im Supermarkt kaufen können? Verrückte Zeiten. Und zu all diesen Sachen, die ich besorge, gehören immer Menschen und die Gefühle, die ich ihnen gegenüber habe. Meine Patienten und mein Personal möchte ich schützen. Und meine Familie auch. Und für sie mag ich einkaufen, kochen, mit ihnen mag ich essen. Unsere Liebe zueinander spüren, wenn wir zusammen am Tisch sitzen. Die wirklich wichtigen Dinge gehen über Sachen hinaus. Wenn Sie heute eine Liste schreiben, was steht da drauf und welche Menschen gehören für Sie dazu? Christus spricht: Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. So wird Jesus um unser Vertrauen. Uns wird nichts mangeln. Wir sind in der Obhut unseres Schöpfers, unseres himmlischen Vaters, unserer himmlischen Mutter. Darauf dürfen wir vertrauen, gerade jetzt, jeden Tag. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mit diesem Abend beginnt der Sonntag, der Tag des Herrn. Es ist der Tag, an dem wir Jesu Auferstehung gedenken und feiern, dass die Zeit, in der die Liebe Trauer trägt, vorbeigeht und die Liebe wieder klar und hell in unserem Leben erscheint und uns aufrichtet. Bevor wir die Kerzen anzünden, bringen wir die Gebete vor Gott, die in dieser Woche unsere Kirche hinterlassen wurden. Wir bitten für meine Freundin und ihre Heilung. Ich bitte um Gesundheit für meine liebe Freundin. Danke. Und so begrüßen wir den Tag des Herrn, an dem die Kraft und die Liebe Gottes sichtbar wird, wenn wir unsere Kerzen entzünden. Wir singen von diesem Licht und geben damit die Kraft und das Vertrauen weiter.
das uns in Liebe und Trauer einen Weg zeigt. Durch deinen Heiligen Geist. Segne uns und sende uns.